Überraschendste war für uns, dass Kreditkarte neu Nummer 1 der Zahlungsmittel war, wenn man nach dem Umsatz rechnet. Also am meisten Geld ist mit der Kreditkarte ausgegeben worden. Das ist vor allem damit begründet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie vermehrt online eingekauft worden ist, wo sehr viele Transaktionen mit der Kreditkarte getätigt werden.